Ciao Minecraft, herzlich willkommen zur nächsten Folge Sky Factory. Ich wollte euch noch mal was zeigen, und zwar habe ich hier eine Lampe dran gemacht, eine Green Cage Lamp. Und ich habe den Schalter hier verändert. Was willst du hier? Geh mal weg da. Der führt ganz nach unten zur Monsterfalle. Also hierher. Und ich kann jetzt die Monsterfalle oben an- und ausschalten. Und ist die aus? Also ist sie jetzt, ist sie gerade an. Deshalb ist das Licht aus, und wenn alles okay ist unten, dann ist er grün. Ich habe das ein bisschen so gebaut, damit man da irgendwie auch einen Sinn drin erkennt. Vielleicht soll ich die gleich anordnen wie drüben. Kupfer, oben ist Aluminium. Dann kommt Gold. Lead kommt dahin. Ferrus kommt da. Ne, nicht da und dahin. Das hier ist Tin. Was wir halt jetzt noch nicht raus haben, ist Platinum. Da haben wir bloß eins. Aber wir können hier mal, warte mal. Wir könnten das mal da reinhauen. Zuerst mal das Platinum. Und dann haben wir hier nämlich Platinum auch noch. So, jetzt passt mir das. So, jetzt sollte das eigentlich hier soweit alles passen. Der haut hier das Zeug raus, als gäbe es keinen Morgen. Aber das passt. So soll das nämlich auch sein. Jetzt muss man gerade mal gucken, ob wir noch Carpenter Wedge Slopes haben. Nicht mehr viele. Na, aus Sticks machen, das funktioniert so nicht. Nein. Ich habe falsch gebaut, Leute. Ich habe falsch gebaut. Ich habe die alle. Die stehen alle eins zu weit hinten. Warum fällt einem das immer erst am Ende auf? Ja, wahrscheinlich, damit es für euch ein bisschen witziger wird.
Es hätte einem doch auch gleich direkt auffallen können, oder? Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, weshalb das so ist. Aber habe halt nicht nachgedacht. So, dann müssen wir die ganze Chose hier nochmal verlegen. Ich baue das ja alles eigentlich nur so schön, damit es auch schön aussieht. Man könnte das natürlich auch alles auf eine Seite bauen. Aber ich habe es jetzt halt mal so gelöst. So, ach so, die zwei fehlen noch. Sollte das jetzt nicht passieren, dass der irgendwie hier rüber geht. Wir lassen die Fässer da drüben mal stehen als Backup. Der ist schon wieder leer hier. Da unten ist noch ein bisschen was drin. So, aber im Grunde war es das jetzt auch. Jetzt geht es noch ein bisschen um die Verkleidung. Die werden wir jetzt auch noch schnell hinklatschen. Das hört sich so gut an. Hinklatschen. Ich muss gerade mal gucken, wo ich was dran bauen darf. Denn da oben lassen wir mal frei. Doch, daher haben wir mit Carpenter gearbeitet. So. Das können wir hier ja auch gut machen. Nur, dass halt die Carpenter-Blöcke wie immer nicht reichen. Oh doch. Haben wir den Hammer irgendwo? Wo haben wir denn den hin? Ja, Carpenters Hammer. So, dann kommen da noch ein paar Wedge Slopes hin. Brauchen wir aber noch ein paar Sticks. Dann haben wir hier nämlich auch wieder genügend.
Fonds, da soll das auch so sein. Das soll alles ein bisschen symmetrisch aussehen. Haben wir ja noch den hier drin. Habe ich gerade gar nicht so dran gedacht. So, wie gesagt, eigentlich gehört hier auch noch Carpenter sind. Kann man gucken. Das können wir so akzeptieren, glaube ich. Ja. Das passt. Wenn es nicht passt, wird es passend gemacht. Ich will eigentlich bloß da so einen Block setzen. Und so, ein bisschen Glas brauchen wir noch. Und dann ist alles so, wie es sein soll. Ah, daher hatte ich die drei Marble. Fehlt aber irgendwie einer. Naja, es ist jetzt nicht so schlimm. Wichtig ist, dass wir hier alles soweit drin haben. Jetzt müssen wir die Upgrades noch reinhauen. Dazu mache ich ein bisschen Platz. Den Gravel, den ja. Den Gravel hauen wir mal da rein. Hätte gerne noch, ne, nicht von dem, sondern ein Marble hätte ich gern, dass wir das Loch da oben verstopfen können. Und dann sieht es doch alles ganz gut aus. So, Item Conduits, Dolly, das da, das. Und dann haben wir keinen Platz mehr. Was haben wir hier? Das. Können wir die hier nicht irgendwie. Ah. Dachte ich mir doch, dass es irgendwie so geht. Die Feder können wir hier noch rausmachen und die Strings. Dann haben wir ja Platz für Technik. So, die Lampen wollen wir noch irgendwie reinbasteln. Das passt eigentlich. Passt eigentlich gut. 2, 4. So.
Lampen setzen ist natürlich ein sehr interessanter Beruf oder Job. Bei mir wie immer sehr symmetrisch. Und jetzt stimmt doch irgendwas nicht. Nein, ihr wollt mich jetzt wirklich nur verarschen, oder? Och nö. Also folgendes, hier haben wir einen Platz. Wir sind hier nicht an der Position, wo wir sein sollten. Glaube ich. Aber das ist mir jetzt mal im Moment egal. Man kann nicht immer schön bauen. Oder alles genauso bauen, wie es sein soll. Wir sind schon nah dran. Was ist da? Ach so, da hatte ich einen Slab eingebaut, weil da war ja irgendwas. So, jetzt guck mal, hier haben wir 4 in 4 und hier haben wir nur 3. Wenn ich jetzt hier dran mache. Also 3, 3, 3. Dann würde das passen. Also müssen wir die Lampen noch mal umsetzen. Und zwar so, wie sie da sind. Aber auch das ist ein Job, den muss ich nicht unbedingt in der Aufnahme machen. Den werde ich einfach mal so nebenbei erledigen. Aber wenn man jetzt schon mal anfängt, dann ist es halt so. Aber gleich ist geschafft. Hier und da. So. Ah ja, die Upgrades da drüben muss ich noch unbedingt reinhauen. Sonst läuft uns das ganze Zeug über. Das wäre nicht so toll. So, dann Eisen-Upgrade. Und die Gold. Die zwei lassen wir mal offen als Überlaufschutz. Dann kommen jetzt noch die Vault Upgrades rein. Eigentlich brauchen wir dann gar keinen Überlaufschutz mit zusätzlichen Fässern, aber das ist ja egal. So, alle haben jetzt 256 Stacks Platz. Lapis kriegt man, Diamanten kriegt man, alles was wir brauchen. Was ein bisschen doof ist, sind jetzt die Lampen.
Aber auch das kriegen wir irgendwie gebacken. Warum ist hier? Ich glaube, wir müssen noch welche auf den Boden setzen. Aber das müssen wir in der nächsten Folge rausfinden. Es kann auch sein, dass da noch mal was hingebaut wird, dann brauchen wir da keine Lampen mehr. Was soll ich jetzt wissen, was ich da noch hinbaue? Fakt ist, dass wir mit diesem Arbeitsschritt jetzt Lampen hier oben fertig haben. Und der Boden viel zu weit weg ist, sodass wir hier wirklich Lampen irgendwo noch ansetzen müssen. Einfach zu tief. Ah, jetzt habe ich ihn angemacht. Ich wollte ihn auslassen. So. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Da oben müsste das mit den Lampen passen. Und würde mich freuen, wenn ihr auch mal bei meinen anderen Videos noch reinschaut. Unterstützt mich natürlich. Und vielleicht sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Oder ihr habt Lust zuzuschauen, das würde mich freuen. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ich habe keinen Hover-Mode an. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.